Das kostet nichts und ist ganz easy. Wer das zur Gewohnheit macht, lebt gesünder. Sie können überall etwas Bewegung einbauen. Mehr als ein Drittel des Tages sitzen wir. Und sitzen ist ja der neue Rücken oder das neue Rücken, sagt man ja. Das ist wahnsinnig viel. Und auf Dauer auch wahnsinnig ungesund. Wer sich wenig bewegt und viel sitzt, erhöht sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Schlaganfall etc. Hört und liest man immer wieder. Und vielleicht wollten Sie sich sogar ja mehr bewegen, wissen aber gar nicht, wo Sie anfangen sollen. Wie sollen Sie das konkret machen? Oder wollen Sie vielleicht auch nicht direkt ins Fitnessstudio rennen, auch nicht direkt gleich mit dem Joggen beginnen? Dann habe ich jetzt einmal schnelle Alltagstipps, die Sie sofort umsetzen können und die auch nichts kosten. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich medizinisch, verständlich und korrekt aufklären über wichtige Krankheiten und Gesundheitsthemen. Und wir legen jetzt einmal direkt los und ich gebe Ihnen Tipps mit, wie ich mich jeden Tag ohne große Kniffen immer viel bewege. Ich versuche es zumindest immer wieder und kneife dann manchmal selbst die Pobacken zusammen. Jetzt am Ende, da kommt noch ein ultimativer Profi-Tipp. Aber zunächst sollten Sie die, die ich Ihnen jetzt nenne, umsetzen. Als Regel einmal. 5 der jetzt 7 genannten Tipps beginnen Sie direkt nach dem Video. Und was hilft gerade für die Motivation? Schreiben Sie sich die Tipps auf in Ihren Kalender, in Ihren Notizblock. Schicken Sie sich eine E-Mail. Tipp Nummer 1, Workout beim Seriengucken. Sie schauen gern Film, Serien, hören gerne Podcast. Perfekt. Das lässt sich nämlich super mit Bewegung verbinden. Nicht als Couch-Potato nur da liegen und das konsumieren, kann man auch mal machen. Aber wenn Sie sich jetzt mehr bewegen wollen, dann nutzen Sie das als Chance. Wenn Sie die nächste Serie binge-watchen wollen, können Sie ein kleines Workout dabei machen. Das ist auch ein guter Trick, um das zur Gewohnheit zu machen und den inneren Schweinehund auszutricksen. Ich schaue wieder Serie, also bewege ich mich wieder. Also mache ich vorher 5 Liegestütze. Und was fällt uns oft deutlich leichter, wenn wir eine bestehende Gewohnheit haben? Wenn wir da noch eine weitere hinzufügen. Also anstatt eine Gewohnheit komplett von Null an aufzubauen, verknüpfen Sie einfach Sachen miteinander. Und das TV-Schauen kann dabei also helfen, die Belastung des Trainings etwas vielleicht auch auszublenden. Das ist also eine Win-Win-Situation für Sie. Eine Einschränkung gibt es aber. Anspruchsvolle Übungen sollten Sie natürlich besser nicht machen. Es geht nicht um ein hartes Workout. Es geht nicht jetzt um ein HIIT-Training oder so. Die richtige Ausführung, die richtige Technik ist natürlich wichtig, um Verletzungen vorzubeugen. Dafür müssen Sie sich gut konzentrieren. Deswegen einfache Sachen machen. Ich zum Beispiel fahre beim Seriengucken oder Podcast hören gerne Fahrrad. Das klappt ohne Probleme. Vielleicht ist das ja auch was für Sie und das Fahrrad zu Hause quasi auf dem Hometrainer auch ganz entspannt machen, gar keine schweren Intensitäten. So, und ganz kurz zwischendurch, quasi die zweite dicke, wichtige Säule für uns neben Bewegung ist natürlich die Ernährung. Du bist, was du isst und ganz entscheidend ist Muskelaufbau, gesund abnehmen, welche Nährstoffe sind wichtig, welche Lebensmittel sind wichtig und darum geht es in diesem Ratgeber. Noch mehr Ratgeber gibt es in meinem Shop, also da gerne einmal reinschauen. Wer ganz sanft einsteigen will, kann sich einmal den Trend Cozy Cardio anschauen. Haben Sie vielleicht schon mal gehört? Cozy Cardio, das heißt so viel wie gemütliches Ausdauertraining. Das kann dann zum Beispiel eine halbe Stunde locker auf dem Ergometer sein oder ganz langsames Laufen, alles ohne große Anstrengung. Das trainiert vor allem auch den Fettstoffwechsel, weil man die ganze Zeit im aeroben Bereich ist. Richtiges Training, sozusagen richtig starke Belastung ist das nicht, dafür ist die Belastung viel zu niedrig, aber es kann Ihnen helfen zum Einstieg vor allem. Und es trainiert schon das Herz-Kreislauf-System. Das wird dadurch sanft angekurbelt, auch Ihre Muskulatur wird aktiviert, das ist alles ganz schonend. Vielleicht sogar eine Art aktive Regeneration. Fitter, richtig fit quasi, werden Sie dadurch natürlich nicht, aber hier geht es ja auch um einen Wohlfühlfaktor. Und wenn Ihnen das hilft, sich mehr zu bewegen, ist das doch super und ein Schritt in die richtige Richtung. Schreiben Sie mal gerne in die Kommentare, ob Sie schon mal Cozy Cardio gehört haben oder das sogar vielleicht sogar schon machen. Tipp Nummer 2, kurze Wege immer zu Fuß gehen. Klar, das hört und liest man immer wieder, aber wirklich machen Sie das jetzt. Ganz ehrlich, wer von uns ist nicht schon mal mit dem Auto zum Supermarkt gefahren? Wie oft machen wir das für ganz kurze Wege, obwohl vielleicht der Supermarkt nur ein paar Minuten Gehweg entfernt ist? Mal ein bisschen faul sein ist völlig okay. Versuchen Sie aber, solche kurzen Strecken in der Regel zu Fuß zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren und machen Sie es konsequent. Sagen Sie sich, das mache ich immer zu Fuß, immer mit dem Fahrrad. Denken Sie daran, jedes bisschen Bewegung ist gut und das geht auch auf dem Land, wo ich auch lebe.
Kleine Einkäufe gehen meist ja doch zu Fuß. Wenn möglich, können Sie auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ich versuche das auch immer, wenn das Wetter halbwegs passt. Nur wirklich, wenn es richtig nass ist, richtig ja, kalt ist, dann mache ich es nicht. 18 Kilometer ist mein Weg bis zur Arbeit und das mache ich jeden Tag, wenn ich in die Klinik fahre. So, und wer zum Beispiel mit dem Bus fährt, kann mal eine Station einfach früher aussteigen und den Rest laufen. Oder Sie gehen einen kleinen Umweg durch den Park, bevor es zum Beispiel an den Schreibtisch geht. Es gibt viele Möglichkeiten, aber leider gibt es oft noch mehr Ausreden. Eine große Studie von 2022 hat gezeigt, dass unser Sterberisiko, und deswegen ist es so wichtig, je nach Alter schon bei 6.000 bis 10.000 Schritten pro Tag sinkt. Wenn Sie also mehr zu Fuß gehen, leben Sie wahrscheinlich länger. Bewegung ist einer der Erfolgsfaktoren für ein langes Leben. Überlegen Sie einfach mal und schreiben Sie auf, wann und wo Sie zu Ihren Routinen gezielt etwas Bewegung einbauen können. Zu 100% findet da jeder was Passendes für sich. Vielleicht ist sogar jetzt schon mein nächster Tipp was für Sie. Tipp 3, im Stehen telefonieren. Haben Sie zu Hause noch ein Schnurrtelefon? Wahrscheinlich nicht. Dann sollten Sie jetzt einfach so oft wie möglich im Stehen telefonieren. Einfacher geht's nicht. Um sich ganz nebenbei mehr zu bewegen. Mit Freunden, Familie oder im Büro kann es ja mal etwas länger dauern, da mit denen zu quatschen. Währenddessen können Sie sich ganz schön nämlich dann Meter machen und ganz schön bewegen. In 30 Minuten gehen Sie ungefähr 2,5, vielleicht sogar 3.000 Schritte. Das sind grob 2 bis 3 Kilometer, ca. 120 Kilokalorien. Damit hätten Sie schon ca. einen Schokoriegel oder eine Scheibe Brot verbrannt. Das Ganze lässt sich noch super mit einem Spaziergang an der frischen Luft kombinieren. Wenn Sie vielleicht wissen, gleich quatsche ich wieder mit meiner besten Freundin, versuchen Sie auch gleichzeitig spazieren zu gehen. Und wer darauf keine Lust hat, spürt beim Telefonieren einfach, putzt oder räumt die Wäsche weg, was auch immer. Das spart Zeit und Sie bewegen sich. Und das geht auch auf der Arbeit. Und damit kommen wir jetzt einmal zum nächsten Tipp. Nochmal kurze Erinnerung. 5 der 7 genannten Tipps sollten Sie ab jetzt umsetzen. Jetzt kommt Tipp 4. Tipp 4, Pausen aktiv gestalten. Wer überwiegend sitzt und sich kaum bewegt, hat ein höheres Risiko für zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Diabetes-Risiko ist erhöht. Und diese Risiken können Sie reduzieren, indem Sie Ihre Pausen auf der Arbeit aktiv gestalten, so gut wie es geht. Und das kann alles sein, worauf Sie Lust haben. Dadurch sind Sie auch wieder fitter. Sie haben auch wieder mehr Lust auf die Arbeit. Es gibt viele Gründe, das zu machen. Ein Spaziergang nach der Mittagspause. Ein paar Liegestütze zum Beispiel oder ein paar Kniebeugen. Einfach mal 2 Stockwerke, Treppen steigen und, und. Machen Sie das, was für Sie geht und worauf Sie Lust haben. Mit solchen kleinen Workouts fördern Sie Ihre Durchblutung, beugen langfristig vielleicht auch Rücken-, Schulterprobleme vor etc. Und Bewegung hilft auch gegen Stress, weiß man sehr gut. Senkt Cortisol-Level, das ist Gold wert, wenn es gerade ja auch in der Firma irgendwie vielleicht ja, heiß hergeht. Wenn Sie sich allein nicht so gut motivieren können, könnten Sie Ihre Kollegen auch mit ins Boot holen. Teilweise wird das in Betrieben sogar aktiv gefördert, wo man gemeinsam zum Beispiel einen Spaziergang macht. Solche Chancen sollten Sie nutzen. Gerade so der Spaziergang nach der Mittagspause, nach dem Mittagessen ist wirklich eine gute Sache. Das fördert auch die Verdauung und wie gesagt, Sie kommen auf Ihre Schritte. Mein Tipp, gerade nach dem Mittagessen, wie gesagt, ist so ein Spaziergang richtig gut. Die Bewegung kurbelt Ihre Verdauung und Ihren Stoffwechsel an und kann dafür sorgen, dass Ihr Blutzuckerspiegel nach dem Essen weniger steil ansteigt. Und das alles kann Ihnen außerdem dabei helfen, dass Sie nicht in das berüchtigte Mittagstief fallen. Schreiben Sie gerne mal in die Kommentare, wie es bei Ihnen auf der Arbeit aussieht. Ich weiß, die Chefs wollen das meist nicht, dass man nach dem Mittagessen noch irgendwie 15 Minuten um den Block läuft. Aber wirklich, man kann ja auch mit Kollegen laufen, man kann sich dabei auch austauschen und man ist danach auch wirklich fitter. Tipp 5 zum Spaziergehen verabreden. Wo treffen Sie sich zu plaudern, wenn Sie Ihre Freunde oder Bekannten länger nicht gesehen haben? Zu Hause, im Café oder in der Kneipe? Logisch, wo auch sonst. Kein Problem, aber verabreden Sie sich vorher vielleicht für einen kleinen Spaziergang, zum Beispiel im Park nebenan oder im Stadtgarten. Ich habe das Glück, weil ich einen Hund habe, dass ich oft natürlich das nutze, wenn ich mit Freunden spreche und sage, komm, lass uns eine Runde spazieren gehen, dann kommt der Hund auch raus und dadurch bewegen wir uns quasi. Dadurch komme ich in Schwung, die Muskulatur in Schwung, mein Herz-Kreislauf-System in Schwung. Meine klare Empfehlung, wenn es irgendwie möglich ist, gehen Sie in den Wald, zum Spazieren. In einer Studie von 2019 konnte gezeigt werden, dass 20 bis 30 Minuten in der Natur das Stresslevel reduzieren können. 20 bis 30 Minuten Spaziergang. Im Speichel der Teilnehmer wurde danach rund 20% weniger Cortisol gemessen und das ist schon ein ordentlicher Abfall.
Und wie schädlich Stress für uns auf Dauer ist, das habe ich hier in dem Video einmal erklärt. Ganz klar, versuchen Sie, sich so oft wie möglich in der Natur zu bewegen. Tipp Nummer 6, Treppe statt Aufzug. Und das ist der Klassiker, den man immer wieder hört, aber nie jemand macht. Ich nehme immer die Treppe. Immer. Und das kann ich Ihnen wirklich nur ans Herz legen. Treppensteigen ist ein richtiges Workout im Alltag. Und selbst wenn man schon halbwegs fit ist, kann das anstrengend sein. Und ich weiß selbst manchmal in meinen Diensten im Krankenhaus, wenn ich zum 10. Mal die Treppe wieder hoch runter gehe. Aber ich mache es. Treppensteigen trainiert unsere Beine, unsere Po-Muskulaturen, ist sogar gut für unsere Blutgefäße, für den Fettstoffwechsel. Täglich 50 Treppenstufen könnten sogar dafür sorgen, dass unser Herz-Kreislauf-Risiko um bis zu 20% gesenkt werden kann. Das ist richtig viel, 50 Stufen. Das sind circa 3 bis 4 Stockwerke und die sind eigentlich fix gemacht. Und ich weiß auch als Notarzt zusammen mit meinem NEF-Fahrer, der den Rucksack immer trägt, von der Feuerwehr, wir sind immer, nehmen wir die Treppen, natürlich auch aus Sicherheitsgründen, aber auch die Feuerwehrleute immer darauf geachtet, schön sich zu bewegen. Und das ist echt gut. Treppensteigen kostet eine Menge Kalorien und deswegen legen Sie damit los. Tipp Nummer 7, fordern Sie sich selbst mit Schrittzielen heraus. Gehören Sie zu den Menschen, die eine Challenge vielleicht brauchen, um aus den Pushen zu kommen, geht ja sehr vielen von uns so, dann setzen Sie sich allein mit Freunden oder Kollegen so ein tägliches Schrittziel, das Sie erreichen wollen. Oft hört man ja so 10.000 Schritte. Von mir aus nehmen Sie die Zahl. Hauptsache, Sie haben sich ein Ziel gesetzt. Und zwar wirklich jeden Tag, ohne Ausnahme. Wer gerade erst anfängt, empfehle ich so, setze ein kleineres Ziel, zum Beispiel 5.000 Schritte. Wer etwas fitter ist, kann zum Beispiel die 10.000 Schritte anpeilen. Zum Tracken nehmen Sie einfach eine App oder eine Fitnessuhr. Das Tolle an der Challenge ist ja, dass Sie gar nicht so viel anders machen müssen, wenn Sie schon ein paar der anderen Tipps, die ich gerade genannt habe, ja schon umsetzen können. Das Schrittzählen kann dann noch ja, so ein zusätzlicher Motivationskick vielleicht für Sie sein. Gerade wenn man, ich kenne das auch, 9.200 Schritte hat, dann sagt man sich, oh, die 800 gehe ich heute noch. Vielleicht haben Sie ja sogar Lust auf einen kleinen Wettkampf in der Firma oder unter Freunden, um sich zu pushen. Immer eine gute Sache, wenn Sie andere halt mit ins Boot holen. Mein Profi-Tipp, sich selbst eine Aufgabe schaffen. Und jetzt habe ich noch einen Profi-Tipp für alle, die es richtig wissen wollen. Seien Sie kreativ und schaffen Sie sich eine eigene Aufgabe. Was meine ich damit? Beim Nachbarn im Garten helfen. Und zwar kontinuierlich, dass Sie sich committen. Mit Ihrer Oma mehr rausgehen, im Altenheim oder bei sozialen Projekten helfen. Alles ist möglich. Fragen Sie beim Tierheim nach, ob Sie mit den Hunden Gassi gehen können. Sie bewegen sich mehr und helfen dem Tierheim. Fragen Sie Ihren Nachbarn. Fragen Sie Hundebesitzer, die Sie kennen. Die sind bestimmt froh, dass Sie den Hund mal abgeben können. Und Sie können sagen, täglich gehe ich mit dem eine halbe Stunde. Fragen Sie Ihre Nachbarn, die Kinder haben. Und Sie sagen, vielleicht einmal in der Woche spielen Sie mit denen Fußball. Oder gehen mit denen auf den Spielplatz und beschäftigen sich mit dem, was auch immer. Machen Sie quasi ein Commitment, suchen Sie sich eine Aufgabe raus und das müssen wir nicht für 60 plus sein, das können wir auch mit 40 machen, das können wir auch mit 25 machen. Es geht darum, Bewegung zu erhöhen und quasi im Alltag zu etablieren. Dafür hatte ich gerade 7 Tipps genannt. Suchen Sie sich 5 raus und gerne denken Sie mal über diesen Profi-Tipp mit der Aufgabe, mit der Beschäftigung nach. Und dann tun Sie auch noch was Gutes, nicht nur für sich, sondern quasi auch noch für Ihre Mitmenschen. Gerne kommentieren Sie jetzt einmal das Video und schreiben Sie auf, was Sie machen. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.